So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ich weiß, es kam eine Weile schon kein Vlog mehr, aber ich dachte mir heute einfach, ich mach mal wieder einen neuen Vlog. Da freut ihr euch vielleicht, oder? Freut ihr euch? Ich weiß es nicht. Vielleicht denkt ihr euch auch so, Manuel, was machst du wieder für eine Scheiße? Du bist doch nicht auf dem Klo. Ja, okay, ich geb's zu. Der Witz war schlecht, aber ja, ihr seht, die Leica ist auch schon wieder dabei. Ne? Leica, wie geht's dir denn? Ja, ich weiß, du kannst nicht sprechen, aber wie geht's dir? Leute, also entweder Leica kann nicht sprechen oder sie ignoriert mich. Nee, ich glaube, sie kann nicht sprechen, weil sie ein Hund ist. Jedenfalls dachte ich mir, ich berede heute mal ein bisschen, wie ich mir so die Zukunft von diesem Kanal vorstelle, weil Super Mario 3D Land und Super Mario Maker 3DS ändern, gehen ja langsam zu Ende, sind ja wahrscheinlich nicht mehr so viele Folgen. Wir sind ja in Mario Maker 3DS, sind wir ja schon in Welt 16 oder 17 von 19. Und in Super Mario 3D Land sind wir ja in, ich glaube Spezialwelt 6 von 8. Das heißt auch nicht mehr sonderlich viel. Jedenfalls hätte ich gesagt, dass auf jeden Fall mal wieder Super Mario 64 DS fortgesetzt wird. Wenn, wahrscheinlich, wenn Mario 3D Land zu Ende geht, dann wird wahrscheinlich Mario 64 DS fortgesetzt. Dachte ich mir, war ja sehr lange pausiert. Mal schauen nach Super Mario Maker 3DS. Mal schauen, vielleicht werde ich noch ein Online-Let's Play machen. Muss ich aber mal schauen, steht noch nicht so hundertprozentig fest. Natürlich, wenn werde ich ja natürlich auch bald die Nintendo Switch haben. Ich krieg sie ja zum Geburtstag. Das heißt, am 16. Juli ist jetzt nicht mehr so lange hin. Und The Legend of Zelda Breath of the Wild habe ich ja schon. Also das wird auf jeden Fall als Let's Play kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, ansonsten Mario Kart 7 Online geht jetzt noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wenn ich mal Mario Kart 8 Deluxe kriege oder wenn ich es mir mal hole, werde ich vielleicht davon auch ein Let's Play machen. Mal schauen. Und vielleicht auch ein Online-Let's Play, wenn ich es dann haben sollte. Also das kann euch eigentlich so in Zukunft erwarten auf diesem Kanal. Also Mario 64 DS wird fortgesetzt. The Legend of Zelda Breath of the Wild Let's Play kommt. Mario Kart 8 Deluxe kommt vielleicht, wenn ich es mir hole oder wenn ich es geschenkt kriege. Ich weiß ja nicht. Und ein Mario Maker 3DS Online-Projekt wird vielleicht kommen. Vielleicht. Ansonsten im August muss ich wahrscheinlich wieder eine YouTube-Pause machen, weil wir dort, denke ich mal, wieder nach Italien gehen, wo ich kein Internet habe. Das heißt, dort kann ich dann keine Videos hochladen. Aber mehr dazu wird noch kommen. Da wird wahrscheinlich noch ein extra Video oder so kommen, wenn die YouTube-Pause kommt. Ich kündige ja, YouTube-Pausen kündige ich ja immer an, dass ihr Bescheid wisst. Ist ja klar, ne? Oh, und jetzt wird's ein bisschen windig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich rauscht das Video dann vielleicht ein bisschen bei euch. Aber ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, schreibt mal, oder beziehungsweise wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann schreibt mal Hashtag Hashtag Zukunft Manu P.
Und ansonsten dürft ihr natürlich gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und um Teil der Manu-Crew zu werden. Oder lasst doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Aber ja, ansonsten danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.